Liebe Mitglieder der Kontemplationslinie, liebe Mitglieder der Zen-Linie, liebe Freundinnen und Freunde des Benediktushofes. Am Freitag, den 20. März, ist Williges von uns gegangen. Konnte er noch seinen 95. Geburtstag feiern? Einige von uns konnten dabei sein und im kleinen Kreis hatte er sich noch ein bisschen gut gehen lassen können und er war noch ganz dabei. Danach ging es sehr schnell mit seinen Kräften bergab. Er wurde schwächer und verließ in den letzten Tagen kaum mehr seine Wohnung. Einige von uns konnten ihn noch besuchen. Abt Michael von der Abtei Münster Schwarzach war noch am Tag vor seinem Tode dabei. Und am Freitag, kurz nach 9, ist er dann eingeschlafen. Der Benediktushof war bereits seit Tagen geschlossen, sodass hier Stille herrschte. Aufgrund der bereits in Bayern strengen Verordnung haben wir ein paar Personen benachrichtigen können, die in der näheren Umgebung wohnten. Und so saßen wir in kleiner Gruppe im Zimmer, wo er verschied, und verabschiedeten sich langsam von ihm. Am späten Nachmittag kamen Brüder aus seiner Abtei, geleitet vom Bruder David, denn sein Wunsch war es, in der Abtei seine letzte Ruhestätte zu finden. Und wir haben ihn morgens umgekleidet und in die Kleider angezogen, die er immer so gerne mochte. Und am Nachmittag hat dann Bruder David ihm die Kukula übergezogen. Das ist der Chormantel der Benediktiner, mit dem sie die Gebete begehen. Und das bekam er dann jetzt angezogen. Wir haben ihn dann auch noch die Mala um den rechten Arm gestreift, das Zeichen auch der Zugehörigkeit zu der Zen-Linie und auch der östlichen Tradition. Wir haben ihn dann gemeinsam die Treppe runtergetragen, wo der offene, sehr schlichte benediktinische Sarg auf ihn gewartet hat. Und dort haben wir ihn eingebettet, in der Kukula, mit einer Blume, mit der Mala. Und so hat er den Hof verlassen und wir läuteten noch die Glocke zum Abschied. Neben sehr, sehr, sehr vielen Momenten war für mich sehr berührend zu sehen, dass es möglich war, auch an diesem letzten Tag und in diesen letzten Stunden das zu vereinheitlichen, was ihm seit Jahrzehnten so sehr am Herzen gelegen ist. Und das war deutlich in der Art, wie er eingebettet wurde, nämlich zum einen in der christlich-münchischen Kleidung, in dem Chormantel der Benediktiner, zu denen er sich lebenlang zugehörig gefühlt hat. Und auf der anderen Seite das kleine Symbol, die Mala des Zen, die er ebenfalls seit Jahrzehnten verkörpert hat. Diese beiden Symbole und diese beiden Tatsachen konnte er auch bis zum Schluss wortwörtlich verkörpern. Damit bin ich bei dem Punkt, der uns alle in unterschiedlicher Art und Weise berührt hat und bewegt hat. Williges hat ein langes Leben geführt. Es war ihm ein langes Leben vergönnt. Und er konnte damit sehr viele Bewegungen des 20. und 21. Jahrhunderts erleben, aber auch zum Teil mitgestalten. Er trat sehr früh in den Benediktinerorden ein und interessierte sich bereits auch sehr früh für die christliche Mystiker, zunächst einmal allen voran Johannes vom Kreuz
und Teresa von Avila. Er war sehr aktiv in den Tätigkeiten der Abtei als Lehrer und Präfekt des Internats, aber auch in den Aufgaben der Missio und gehörte zu Mitbegründern der Stenzinger Bewegung, die bis heute ihre Aktivitäten fortsetzt. Dann lernte er Anfang der 70er Jahre Hugo Lasalle kennen, den Jesuitenpater, der das Zen nach Europa gebracht hat. Er war da bereits schon Zen-Lehrer und Williges wurde sein Schüler. Und die Abtei konnte ihn nach Japan absenden, weil dort auch eine Missionstätigkeit war. Und Williges konnte in dieser Zeit seinen Zen-Weg und seine Zen-Erfahrung über Jahre vertiefen. Kehrte dann nach Deutschland zurück, bereits schon mit der Beauftragung als Lehrer des Zen. Und die Abtei ermöglichte ihm in Würzburg das Haus St. Benedikt, in dem Williges die beiden großen Bereiche, nämlich die christliche Kontemplation und das Zen in Kursform als Übung anbieten konnte, und das tat er auch. Die Resonanz ließ nicht lange auf sich warten. Die 80er Jahre waren sehr bewegt und sehr offen und viele Menschen suchten innerhalb und auch außerhalb unserer Konfessionen nach Inspiration, Halt und Sinn. Und in dieser Zeit war das, was er anzubieten hat, sehr interessant und sehr bewegend. Es ging eben nicht nur um entweder Zen oder Kontemplation, entweder der Osten oder des Westen. Williges begann eine sehr interessante und sehr wichtige Sichtweise zu etablieren, nämlich er erkannte sehr früh, dass das, um was es in der sogenannten christlichen Mystik geht, letztendlich das ist, was die Conditio Humana, das heißt, was uns als Menschen ausmacht. Wenn es aber um das geht, was es uns als Menschen wirklich ausmacht, dann ist das nicht nur ein Eigentum einer Kultur oder einer Religion oder einer Bewegung. Das kann es so nicht sein. Deswegen begann er sehr früh damit zu schauen, was in anderen Kulturen und Religionen dieser Erfahrung und Einsicht gleichkommt. Und er wurde fündig. Das, was er in der christlichen Mystik gefunden hat, zunächst einmal bei Johannes, über den er sein erstes Buch geschrieben hat, und dann später bei Teresa und dann vor allem noch bei Meister Eckhart und Johannes Tauler, das hat er auch im Zen finden können. Und er schlug die Brücke zwischen der christlichen Mystik und dem Zen und ging über die Brücke hin und her. Und dafür sind wir ihm und bin ich auch persönlich sehr dankbar. Diese Conditio Humana lässt sich sehr schwer in Worte ausdrücken und trotzdem versuche ich es nur ganz kurz zu beschreiben. Es ging ihm und er hat es gesehen und er hat es oft zur Sprache gebracht, letztendlich nur noch darum, dass alles, absolut alles eins ist. Und dass diese eine lebendige Einheit nicht gehabt werden kann und nicht besessen werden kann. Sie drückt sich immer nur lebendig, augenblicklich, gegenwärtig aus. Deswegen wäre es schade, ja nahezu tragisch, wenn irgendeine Institution, Gemeinschaft, Religion, Weltanschauungsform den Anspruch erheben würde, wir sind es und nur wir haben es. Deswegen und in diesem Sinne war es ihm ein großes Anliegen, diese Einsicht als trans- und überkonfessionell darzustellen. Über bedeutet nicht drüber hinaus, sondern letztendlich nicht vereinnahmt und nicht eingeschlossen. Es ist die Einsicht in die Unmittelbarkeit dessen, was geschieht, wie wir sind, was ist. Und so fand er das in den christlichen Mystikern, er fand das innerhalb des Buddhismus im Zen, in der Vipassana oder bei den Tibetern im Dzogchen. Er fand es auch bei den Sufis und manchmal zum Teil auch bei Kabbalah.
Und so begann er sehr stark darauf hinzuarbeiten, dass diese Wege, die er dann die spirituellen Wege innerhalb der Weltanschauungen und Religionen nannte, auch miteinander immer enger in Berührung kommen. Er wurde natürlich dafür von einigen Vertretern der Institution kritisch betrachtet. Und nicht nur im Westen, auch im Osten. Denn die Tendenz, sich auf Ich und Meins zu berufen oder hinter bestimmten Dogmatismen zu verscharen, ist ebenfalls eine menschliche Eigenschaft und nicht nur beschränkt auf ein paar Institutionen. Deswegen war es ihm auf der einen Seite vergönnt, Türen zu öffnen, aber auch musste er und erleben und hat auch häufig erlebt, dass man ihm mit Argwohn oder Ablehnung begegnete. Für uns ist es wichtig, dass es damals schon begonnen hat im Haus St. Benedikt und dann aufgrund der Konflikte auch mit der institutionalisierten Religion hier im Westen die Tatsache gekommen ist, dass Vidigis in die Exklaustration gehen musste. Durch besondere Umstände hatte er und auch natürlich wir alle das Glück gehabt, dass er eine neue Heimat hat finden können. Das Ehepaar Bob und Frau Gertrud Gruber haben es ermöglicht, dass der Benediktushof gekauft, wunderbar renoviert worden ist und ihm als Wirkungsstätte zur Verfügung gegeben worden ist. Seit mehr als 16, 17 Jahren ist der Hof mittlerweile aktiv und siehe da, er ist zu einem Zentrum geworden, das nicht nur in Europa, sondern auch weltweit zu den wichtigeren Orten dieser Arbeit und dieser verkörperten Haltung gehört. Deswegen schon zu seinen Zeiten und jetzt auch über seine Zeit hinaus lebt das, was er gesehen hat, auch hier auf dem Hof. Ihr wisst es. Ihr erfährt es und ihr könnt daran teilnehmen. Es ist zunächst einmal die christliche Kontemplation, die ihm so wichtig war, die er auch mit reaktivierte, sage ich jetzt einmal. Es ist das Zen, das ihm auch wichtig war. Aber es sind auch andere Wege, andere Traditionen, wie Vipassana aus dem Theravada-Buddhismus oder auch die Sufi-Tradition oder auch Elemente der jüdischen Mystik. Natürlich auch die Advaita-Tradition aus bestimmten Yoga-Richtungen Indiens. All diese Bewegungen und die Ähnlichkeiten, die er gesehen hat, verkörpern sich auch hier und finden auch hier jetzt auf dem Hof statt. Es war ihm wichtig, es ist uns wichtig. Wenn wir spüren, dass uns unmittelbar etwas eint und nicht nur etwas eint, dass wir wirklich und unmittelbar nie getrennt sind, und gleichzeitig sind wir Menschen und reiben uns, weil wir auch Formen mögen und lieben, weil wir sehr schnell in Ich und Meins und Deins verfallen. Und dann entsteht der eine oder andere Konflikt, aber auch die eine oder andere sehr fruchtbare Begegnung. Der Ort dafür ist der Benediktushof. Und möge er auch als Ort dafür weiterhin bleiben und gedeihen. Das war sein großes Anliegen. Das ist sein großes Anliegen. Und ich hoffe sehr, dass wir alle dazu beitragen können, dass es auch so bleibt und sich weiterentwickelt in eine Zukunft, die vor uns liegt und uns allen unbekannt ist. Vidigis war auch ein Mensch und vor allem ein Mensch. In den letzten Stunden und Tagen haben Hunderte von euch geschrieben, angerufen, sich gemeldet und haben viele sehr schöne und berührende Sätze zu ihm und über ihn geschrieben. Manchmal spürt man eine Behauptung, das war er, das ist er und für mich ist das Vidigis und für mich war er genauso. Und bei einer anderen Person war es ein bisschen anders. Deswegen ist es sehr bereichend zu sehen, welch eine vielfältige Wirkung
von seiner Person und Arbeit ausgegangen ist und immer noch ausgeht. Seine Vorträge oder Bücher bleiben weiterhin lebendig und zugänglich. Auf was ich jetzt noch hinweisen möchte, ist die Tatsache, dass wir auf etwas Besonderes schauen, nämlich jeder von uns, der das Glück hatte, ihm als Mensch oder Lehrer zu begegnen, hatte häufig oder einmalig eben eine ganz besondere Begegnung und eine ganz besondere Erlebnisweise. Und so gesehen müssen wir nicht darüber sprechen, das ist er und das ist er nicht, das war er und das war er nicht, sondern besinnen wir uns auf das, was in unseren Herzen als Echo und Resonanz jetzt lebendig ist, wie er für mich, für dich, für euch war. Denn es war immer sehr persönlich und es wird immer sehr persönlich bleiben. Jeder von uns hat ihm zu einer ganz bestimmten Zeit begegnet, in einer ganz bestimmten persönlichen Situation, und es hat sich etwas ganz Bestimmtes ereignet. Und eine andere Person, die neben dir jetzt sitzt oder steht, hat es später oder in der anderen Bedingungen getan und erlebt und deswegen auch was anderes erlebt. Und all das ist wichtig und authentisch, wenn es gut verortet in unserem Herzen bleibt. Das heißt, wir teilen uns das Erleben einer Person in tausender Weise. Ein Herz in tausenden Herzen. Und das Schönste, was wir ihm und uns vielleicht geben können, ist, in diesen Tagen der Stille, die ganz besonders sind noch wegen den anderen Umständen, aber in diesen Tagen der Stille, sich zu besinnen und zu hören, was von dem, was in der Begegnung mit ihm berührend, fruchtbar und wichtig war, lebendig ist. Was ist gut und wichtig für die Entwicklung meines Menschseins? Und was ist gut und wichtig für die Entwicklung unseres Menschseins und unseres Zusammenseins? Und das, was er dazu beigetragen hat, was er in Bewegung gesetzt hat und was dazu beiträgt, dass sich dieses entwickeln und entfalten kann, das lass uns kultivieren. Jeder für sich und wir alle gemeinsam. Wiederum für sich, hier, wenn wir uns zu Kursen, Retreats treffen und überall da, wo wir sind. In dem Sinne wird sein Geist und der Geist, der eine große Geist, weiter lebendig sein. Denn auch er, Williges, ist nicht der Erste gewesen und nicht der Letzte, der das gesehen und verkörpert hat. Er steht in einer langen Tradition von Frauen und Männern aller Kulturen und Zeiten, die diese eine große, eine Heiligkeit erkannt, gesehen und gelebt haben, im volleren Bewusstsein, als es manchmal viele von uns tun. In diesem einem großen Raum ist er, war er, sind wir, waren wir. In diesem einem großen Raum sind wir immer eine gegenwärtige Begegnung und in dem ist immer alles schon voll da. In dem Sinne, lass uns sich einzeln und gemeinschaftlich vor ihm und vor dem einem großen heiligen Leben verneigen. Nicht nur als Abschied, denn wirklich gegangen bist du nicht, aber als Zeichen einer großen Dankbarkeit. Dankbarkeit, dass wir leben, Dankbarkeit, dass wir dir begegnen konnten und Dankbarkeit, dass wir uns weiterhin begegnen können. Und ganz persönlich, Williges, du wirst mir fehlen und ich vermisse dich. Mach's gut.